Bauchfett, das liebe Thema Bauchfett, warum dieser verfluchte Bauch einfach nicht weniger werden will und warum es immer an diesem Bauch am längsten dauert und warum im Spiegel dieser Bauch endlich mal nicht flach wird, obwohl ich im Gesicht schon schlank bin und in den Oberschenkeln, Waden, an den Armen ist alles schon wunderbar, aber dieser verfluchte Bauch wird einfach nicht weniger und dieses Sixpack will einfach nicht zum Vorschein kommen. Ja, spannendes Thema. Eigentlich ganz einfach. Ganz einfach, warum? Schaut mal, der ganz normale Mann, also Standardtyp Mann, von oben bis unten, alles dran, hoffe ich mal, und dann ist es meistens so, dass die meisten Männer natürlich hier ein Bäuchlein haben. Ein mehr oder weniger großes oder kleines Bäuchlein, man nennt es auch den Wohlstandsspoiler. Gut, so. Und jetzt fangen wir an, Gewicht zu reduzieren. Wir machen alles richtig, wir ernähren uns gesund, wir essen drei Mahlzeiten am Tag, so weit wie möglich, art- und bedarfsgerecht, achten darauf, dass wir so wenig wie möglich industrialisierte Ernährung zu uns nehmen, den Alkohol haben wir reduziert, die Süßigkeiten sind weg, wir essen richtig gesund. Wir bewegen uns dazu noch sehr gut, wir machen dreimal in der Woche 45 bis 60 Minuten intensiven Kraft- und Ausdauersport für den Fettstoffwechsel und die Pfunde fangen an zu purzeln. So, aber nach 8 Wochen guckt man in den Spiegel und denkt, scheiße, der Bauch ist ja immer noch etwas zu dick. Obwohl an den Armen schon nicht mehr viel da ist, das Gesicht ist schon viel schlanker, von unten, von den Knöcheln nach oben, zum Knie, zum Oberschenkel auch schon gut, aber dieser Wampen will einfach nicht weg. Das denken wir, der wird irgendwann auch mal verschwinden. Das Problem ist eben nur folgendes, beim Standardmann hat natürlich die meisten Fettzellen im Bauchbereich und die sind natürlich gefüllt. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn wir am Bauchbereich so circa 10 cm haben, was hier ein Material ist, dann ist es eine ganz schön fette Schicht. Und an den Armen, hier an den Händen, an Unterarmen, Oberarmen, an der Schulter, an der Brust, haben wir nur 1-2 cm. Am Oberschenkel und den Waden meistens gar nichts. Am Oberschenkel hier auch weniger, aber hier oben so 2-3 cm. Und jetzt passiert Folgendes. Wir reduzieren dieses Körperfett. Und wenn natürlich hier unten 2 cm sind und die 2 cm sind hinweg und die 2 cm sind hinweg, der Zentimeter ist hier im Armbereich und 1,5 cm, dann sind aber im Bauch von den 10 immer noch 8 oder 7 oder 6 übrig. Ja, und deswegen dauert natürlich immer die Bauchfettreduktion am längsten in der Regel bei Männern. Bei Frauen ist es meistens der Po und die Oberschenkel innen und außen, die natürlich etwas länger brauchen, weil die Fettzellen bei den Damen etwas anders verteilt sind. Deswegen nicht verzweifeln, auf gar keinen Fall verzweifeln und ganz wichtig, nichts erzwingen, denn die meisten fangen dann irgendwann an, verflucht nochmal, dieser Bauch, 8 Wochen, das gibt's doch gar nicht. Erstmal drüber nachdenken, wie lange haben wir für den Bauch gebraucht? Also für einen Wampen mit so 10, 15 cm Fettschicht drauf, das wächst nicht von heute auf morgen. Da hat man sich auch natürlich schon ein Stückchen angestrengt und hat auch ordentlich reingeschaufelt. Also sollte man auch zumindest mal eine realistische Zeitabschätzung haben, wie lange es dauert. Also definitiv niemals 8 Wochen, wenn man davor 5 oder 6 oder 10 oder 15 Jahre daran gearbeitet hat, dieses Bauchfett aufzubauen. Also Geduld mitbringen. Keine Hauruck-Maßnahmen, nicht drücken, nicht zwingen und vor allem ganz wichtig, keine krassen Maßnahmen ergreifen. Denn viele Menschen gehen dann her und ergreifen dann extrem krasse Maßnahmen, essen gar keine Kohlenhydrate mehr, fangen an nur noch einmal am Tag zu essen, kaufen sich irgendwelche Wundermittel, fangen an zu fasten, fangen an irgendwelche Stoffwechseldiäten zu machen, verheißen sich das Bauchfett, was weiß der nicht, was alles, gehen zum Guru oder gehen zum, wie heißt man den, zum Kartenleger oder was ich da alles gibt. Also ganz entspannt bleiben, Freunde, ganz entspannt bleiben. Es dauert einfach seine Zeit, 3 Mahlzeiten am Tag, regelmäßig gesundes Essen, das Essen anpassen. Das heißt, an den Tagesbedarf anpassen. Wenn man Sport macht, braucht man das weniger Energie, mehr Energie. Wenn den Tag, wo man nichts macht, wenn man seinem Freund samstags hilft beim Umzug, braucht man etwas mehr. All diese Faktoren berücksichtigen, soweit möglich, artbedarfsgerecht. 3 Sporteinheiten in der Woche, wenn es klappt. Also 3 sind wunderbar. Ihr könnt auch 4 machen, 5 machen. 6, 7 würde ich schon eher abraten davon. Und ja, wenn ihr das macht, dann werdet ihr sicher, früher oder später, eine Frage eures langen Atems.
werdet ihr an euer individuell gutes Ziel ankommen. Wichtig ist, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, was ich euch sagen muss. Jetzt hört bitte genau zu und spitzt die Ohren. Es geht nicht immer nur dabei darum, was wir noch erreichen wollen, sondern wenn ihr dabei seid, Gewicht zu reduzieren, wenn ihr dabei seid, euch gesund zu ernähren, wenn ihr dabei seid, regelmäßig Sport zu betreiben, dann dürft ihr auch gerne in regelmäßigen Zyklen mal überlegen, was ihr schon alles geleistet habt. Ihr dürft euch auf die Schulter klopfen, dürft euch selbst loben und dann werdet ihr sehen, dann läuft es auch viel, viel, viel einfacher. Einfacher mal die Wertschätzung während des Weges, während des Gehens. Und immer dann, wenn ihr euch gesund ernährt habt, immer dann, wenn ihr Sport gemacht habt, einen Haken hinten dran, egal was die Waage sagt, egal was der Spiegel sagt, ihr habt in eure gesunde Zukunft investiert. Mega, oder?